Wir hatten es versprochen, der Virtual Dental Summit will return. Und zwar gleich an zwei Tagen zum Preis von einem. Mit neuen Tools und neuen Werbeformen für mehr Kommunikation mit Ihren Kunden. Das Motto für 2021 lautet Verkaufsförderung first. Die Aussteller stehen im Mittelpunkt und bekommen mehr Sichtbarkeit auch auf der Hauptbühne. Und für die Besucher gibt es Seminare zu Sonderpreisen samt CME-Punkten. Was ist neu? Was ist anders auf den Ausstellerständen? Mehr Ausstattung und mehr Werbemittel bei kleineren Preisen. Drei klar definierte Standkategorien für vereinfachte Konfigurations-, Buchungs- und Upload-Funktionen. Neue Must-Haves für alle Stände, Videokonferenz-Tool und Videoplayer. Übersichtliche Positionierung auf dem Messegelände zur schnelleren Navigation zu Ihrem Stand. Eine Zusatzfunktion in den Videokonferenz-Tools für Ihre Webinare auf Ihrem Stand. Was ist neu? Was ist anders bei der Messekommunikation? Alle Aussteller erhalten den 3-Gute-Gründe-Trailer mit einem Kurzporträt des Unternehmens, eine Guided-Messetour, in der alle Stände vorgestellt werden und den Aftershow-Newsletter für exklusive Messeangebote an alle Besucher. Außerdem im Angebot der moderierte Besuch Ihres Stands mit Geschäftsführer-Talk und Übertragung auf die Hauptbühne. Noch mehr Präsenz auf der Hauptbühne mit Live-Auftritten zu Ihren Themen und Produkten. Und die Platzierung von Infos, Logo und Foto in den VDS-Fachmedien anzeigen. Außerdem gibt es einen Meetingbereich für die Messebesucher zum ausgiebigen Networking via Live-Chat. Die Zusendung des Programms und des Ausstellungsverzeichnisses an alle vorab registrierten Besucher. Und eine Aftershow-Party mit Live-Musik vom DJ-Pult. Was ist neu? Was ist anders bei Seminaren und Webinaren? Jeder Aussteller kann auf seinem Stand eigene Webinare veranstalten. Zudem gibt es offizielle Tagungsräume mit Seminaren für CME-Punkte, veranstaltet vom Quintessenz Verlag und der IFG. Und nur im Rahmen des VDS 2021 gibt es diese CME-Seminare zum einmaligen Sonderpreis. Was ist neu? Was ist anders auf dem Fachkongress? Mehr Pausen auf der Hauptbühne, für mehr Zeit auf den Messeständen, für CME-Seminare und die Aussteller-Webinare. Bühnenpräsenz für die Aussteller mit eigenen Vorträgen und Live-Interviews vom Messestand. In jeder Halle steht eine Bühne für kurze Wege zwischen Kongress und Messe. Wiederholung des gesamten Bühnenprogramms am zweiten Veranstaltungstag, damit niemand etwas versäumt. Zum erfolgreichen Start waren rund 2500 Fachbesucher in unserer virtuellen 3D-Welt zu Gast, um die Stände von 29 Ausstellern und das 8-stündige Live-Programm zu besuchen. Ende 2020 haben wir mit der ersten Auflage des Virtual Dental Summit einen Meilenstein für zukünftige Veranstaltungen dieser Art gesetzt. So wurde dieser erste Virtual Dental Summit sowohl von der Fachpresse als auch von den Ausstellern und Besuchern begeistert aufgenommen. Seitdem haben wir uns allerdings keineswegs auf unseren Lorbeeren ausgeruht. Vielmehr haben wir uns äußerst akribisch mit allen Rückmeldungen von Ausstellern und Besuchern beschäftigt. Der Virtual Dental Summit 2021 in diesem Jahr weltweit. Bigger, better, louder.